Oh, wir haben ein Sascha-Video auch noch. Ja, das könnte man sich angucken. In der Tat, wäre eine Möglichkeit. Könnten wir tun. Kann ich den Burger noch essen? Ja! Haben es besser als brauchen, sag ich immer. Gehen wir rein. Heute kommt schon wieder ein neues Video. Da kann wohl jemand seine Miete nicht mehr bezahlen. Geil, ich habe nur für euch da draußen Amazon-Bewertungen, Google-Bewertungen, Lieferando-Bewertungen oder sonstige Bewertungen zukommen lassen. Ich glaube, das haben wir so noch nie wirklich gemacht. Deswegen habe ich keine Ahnung, wo unsere Reise heute hingeht. Und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video aus Hanau, aus Düsseldorf, aus der Schweiz, in Zürich, aus Köln, aus St. Wendel im Saarland, aus Istanbul, Saarland. Ich bin gespannt, wie, was und wo bewertet wurde. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Bewertung. Let's go. Anonym. Freitag, 6. August. Essen. 1 Stern. Lieferung. 1 Stern. Oha. Müll. Essen 1 Stern und Lieferung auch noch 1 Stern. Also ich weiß alles nicht, scheiße, wo man bestellen muss, dass beides so scheiße ist. Ich glaube, sowas gibt es bei uns gar nicht in Stuttgart. Junge, dauerhaft geschlossen, das ist auch hart. Diese Cargohose, mashallah. Letztens haben mich Bullen nach Ott kontrolliert. Die haben nicht gefunden, weil so viele Taschen wie Labyrinth. Bismillah. Moment mal, jetzt ergibt ja alles Sinn. Das holen mich auch reden, die haben auf TikTok immer die, die Rezension zu irgendwelchen Jacken, so Wellensteinjacke, da bla bla bla, Chayas. Ja, es ist lustig, aber wenn ihr das seht, wenn ich es jetzt gesagt habe, war es nicht so witzig. Tut mir leid. Ja, Junge, Ufo! Ja, da will ich es auch lassen, da hätte ich auch keinen Bock, wenn ich sage, ach komm, behalt den Scheiß, weißt du, lass mich. An ihren Richter, eine Rezension, ein Foto, 1 Stern. Essen ist das Letzte, mein Burger war verschimmelt. Scheiß auf Salat, hol den Big King XXL. Oh, ist das ekelhaft. Nicht schon wieder. Bruder, wo wohnst du? Dass dir so ein Burger ausgeliefert wird. Wie lange hat die Lieferung gedauert? 5 Jahre? Ich nenne jetzt hier mal keinen Namen ja von widerlich. Dem Restaurant. Steht unten in der Videobeschreibung. Aber fast jede Bewertung von diesem Laden hat 1 Stern. Das und ist Leute, ja widerlich. Ist fürchterlich. Was ist denn das für eine Google-Bewertung? Selbst dieser 1 Stern ist für dieses Etablissement. Junge. Ist das alles schlimm? Diese Deniermöglichkeit nicht zu empfehlen. Meiner Meinung nach eine Gefährdung für die Gesundheit. Mit hutliftenden Grüßen. Okay, Paul, alles. Digga, was ist denn das? Junge, da ist ja einfach roher Teig noch drin. Was ist es? Es ist ja. Also, nee. Er war nicht einmal krank. Holy shit. Und auf den Schock ab in die Werbung. Mein RTL! Und das heutige Video ist gesponsert von. Marvel Snap! Warte mal, keine Memes und GIFs. Erstmal natürlich danke an Marvel Snap für das Sponsoring. Marvel Snap ist jetzt auf Steam mit voller Widescreen-Unterstützung erschienen und lässt sich auf dem PC spielen. Auf dem PC? Wer das Spiel noch nicht kennt, Marvel Snap ist bei den Game Awards im letzten Dezember Mobile Game of the Year geworden. Wenigstens einer, der am Gewinn. Geil, geil. Mir ist auch gerade aufgefallen, wenn wir mal einen gelben brauchen, dann würde ich einfach zu dem Etablissement gehen. Junge, zick, zack, Lebensmittelvergiftung rein. Es ist ein Sammelkartenspiel, das für Strategie, schnelle Spiele und innovative Spielmechaniken bekannt ist. Jetzt kommt ein Part mit Voice-Over. Ich finde es einfach so herrlich, was der für Werbung einfach durchkriegt, ne? Muss man wirklich auch sagen. Also bei mir kriege ich da teilweise irgendwie, weil ich da ein Wort falsch betont habe. Finde ich geil, muss ich sagen. Moin Leute, Sascha hier. Eine coole Karte, um die man herumbauen kann, ist Zera. Sie reduziert die Kosten aller Karten auf der Hand um 1. Also als Beispiel 5 minus 1, Kevin. 473. Danke, perfekt. Kevin. Man kann sich also ein Deck aufbauen, Zera in Runde 5 ausspielen und dann in Runde 6 so viele Kitty Karten Pride. Wie möglich auf das Brett legen, um zu Victory. Okay, es ist ein Marvel-Karten-Game-Check. Unten in der Videobeschreibung, um euch Marvel Snap auf Steam zu downloaden und euch die exklusive McDevil-Dinosaurier-Karte. Ich weiß, okay, Leute, ich muss was sagen. Also, das, was ihr in den Reactions seht, die lustigen Sprüche, die kommen alle nicht von mir, die kommen nur von meinem Chat, den ich einfach vorlese. Es tut mir leid, ich betreibe, ich klaue, aber ist mir auch ein bisschen egal. Danke an Marvel Snap und Memes. Mein RTL!
Oberhausen? Was für Oberhausen? 3,3 Sterne. Bahnhof in Augsburg, Bayern. Einen für so viele, multiple Zwecke, tauglichen Ort habe ich selten gesehen. Öffentliche Verkehrsmittel, kostenfreier Boxunterricht. Das ist respektlos. Verkostung von exotischen, unüblichen Genussmitteln und vieles mehr. Und man lernt hier auch die interessantesten Persönlichkeiten kennen. Erst letztens ist mir doch tatsächlich jemand begegnet, der laut eigener Aussage 20 Jahre fürs Pentagon gearbeitet hat. Ah ja, krass, hat. Das sind die 2 Euro, die ich ihm fürs Bier gegeben habe, natürlich Ehrensache. Klar, der Klassiker. Das war's aber noch nicht. Thomas schreibt, definitiv eine Augsburger Sehenswürdigkeit. Ja. Man bekommt gratis Kickboxunterricht. Was geht am Bahnhof in... Ich wollte auch gerade sagen, ist das so ein Insider einfach, dass man sich da aufs Maul gibt, so? Oder wird sich einfach an jedem Bahnhof, der ein bisschen asozial ist, geboxt? Ich weiß es nicht. Oberhausen bitte ab. An alle, die da täglich vorbeigehen. Was ist da los? Geht's euch gut? Uns auf. Mir geht's so miserabel, oder was denkst du, warum ich am Bahnhof einen Helm aufhabe? Coconuts, 3,8 Sterne, Diskothek in Italien. Muss sagen, aber 3,8 ist für eine Diskothek schon mal eigentlich tatsächlich ziemlich gute Bewertung, weil die meisten Nachtclubs haben immer richtig scheiß Bewertungen, weil da einfach Leute dann eine 1-Sterne-Bewertung geben, wenn sie nicht reinkommen, weil sie zu besoffen waren, der Klassiker. Hatte 2 Aperol Spritz bestellt, Getränke waren okay, etwas viel Eis, Bedienung war unfreundlich, stellte die Aperol hin und sagte 20 Euro. Ich dachte, er wollte Spaß machen. Dem war nicht so. Werden hier wohl keine überteuerten Aperol-Spritzen mehr trinken. Nee, Digga. Ja, 10 Euro für ein Aperol ist halt viel, aber was wartest du, wenn du in die Diskothek, in den Nachtclub gehst? So, ja, die Preise sind, Leute, die Inflation, das ist alles teurer geworden. Deswegen, ich sag immer, wenn du Alkohol trinken willst, mach einfach zu Hause. Yvonne M. 1 Stern vor einem Monat. Leider kam die Lieferung zu spät. Ja. Auf Nachfrage beim Kundenservice wird einem dann gedroht, dass die Daten weitergegeben werden, um Werbeanrufe und nicht autorisierte Post zu erhalten. Absolut nicht empfehlenswert. Digga. Was ist los? Es ist Party angesagt. Panzer mit Radio und MP3-Anschluss. Kinderauto, Kinder-Elektroauto. Kinder-Elektro-Fahrzeug, Kinder-Elektro-Auto. Ich glaube, wir haben es hier mit einem Elektroauto zu tun. An sich ein tolles Spielzeug für meinen Kleinen. Leider wurde uns das französische Modell geliefert. Der Panzer konnte nicht vorwärts fahren, sondern nur rückwärts. Gentlemen, start! Oh mein Gott, das ist asozial. Wer kauft seinem Kind sowas? Und nein. Der Sohn von Otto, ne, das ist so ein Sonnenschein. Das ist, glaube ich, das besterzogenste und süßeste Kind, was ich kenne. Der ist so empathisch, der ist so aufmerksam, der ist so intelligent. Der ist trotzdem so total sicher in dem, was er tut. Der hat Selbstbewusstsein, ist nicht überheblich, denkt an andere. Das ist so ein richtiger, das ist eine 11 von 10. Da merkt man, da ist so viel, der hat so eine heftige Erziehung genossen. Und gleichzeitig aber hat er auch noch so viel Lebensfreude und Esprit und so. Oh, das ist wirklich ganz toll. So einen will ich auch. Bin ich mal wieder komplett raus. Jemand Bock auf einen Burger? Köstlich, schmöchtlich. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir suchen wieder Tinder-Chats, Insta-Chats oder sonstiges. Also falls du da draußen was hast, ein Screenshot oder irgendwas, sende bitte das. Ich weiß nicht, wie oft ich die E-Mail noch zeigen muss, aber einfach bitte hier hin. Dankeschön. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Du legst, Junge. Das ist doch einfach nur schön. Ja, ich finde, jetzt sollte der aber auch mal wieder eine Pause machen nach 2 Videos.